So, und da sind wir. Wir haben ja gesagt, jetzt kommt das Qualifying. Eine 1.16.9 hatte ich im freien Training gehabt, wurde damit Neunter. Doga war auf Platz 13, seine Zeit. Doggy, weißt du deine Zeit noch? 1,19 noch was. Ah, das hört sich da gut an. Und jetzt zählt's. Ich fahre mal raus und hoffe, dass alles gut geht. Dass ich wenig Verkehr auf der Strecke habe, Doggy. Das ist ja wichtig. Ich habe auf jeden Fall 42 Liter im Tank. Ich würde sagen, das passt. Damit Ich kann habe man. komischerweise nur 6 Liter im Tank. Ja, Ich habe aber nichts verstellt. was soll Was ist da das? los? Doggy, was soll das? Jetzt weiß ich auch, warum der auch nur 1,14 fährt. Weil klar, er wiegt natürlich dann auch über 30 Kilo weniger. Aber ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Oh. Sorry. Denk an deine blauen Reifen. Ja, ich habe gerade einen. Schneller Wagen, er nähert sich. Na gut. Blue flags, here come the race leaders. Let them through. Oh, ich soll den Ein Race Leader. Schaniker hat sogar Ja, gesagt. den Race Leader soll ich vorbeilassen. Ja, super. Warum kriege ich jetzt. Ich verstehe. Ich, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Wieso habe ich jetzt hier einen vollen Tank, Duga? Ich auch nicht. Und warum habe ich einen leeren Tank? Muss ich ja wieder in die Box? Nee, aber du kannst jetzt mal 3 Runden voll durchzerren. Na, erstmal. Also, das nervt mich schon wieder. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sollte es jemand wissen, wie immer, eine kurze Erklärung in den Kommentaren wäre super. Und vielleicht lerne ich es auch irgendwann einmal, dass man die erste Kurve oder Kurven sich da ein bisschen entspannt. Da war wirklich knapp jetzt. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt müssen wir mal so langsam in die Pötte kommen. Ich rutsche noch ein bisschen rum. Das heißt, so richtig auf Qualifying Grip bin ich noch nicht. Aber gut, das kann ja noch kommen. Ja, Räder rutschen, Reifen rutschen noch ganz schön. Die Räder in dem Fall kurz runterbremsen. Locker rausfahren. So, und jetzt so langsam in die Gänge kommen mit einem vollen Tank. Das muss mir einer erklären. Das muss mir echt einer erklären. Doggy, wie läuft's für dich? Gut, Sechster. Warte mal, mein Ohr tut weh. Es kratzt gerade. Jetzt baut sich bei Aber mir. ich werde wahrscheinlich gleich wieder nach hinten gereicht. Ja, hoffe ich, weil. Damit hast du ja schon. 1,18,55. Doggy. Respekt. Aber es wird auch dabei bleiben. Aber das macht der Tank aus, oder? Kann das sein? Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Hattest du Und ich habe nur noch bereits 4,5. Angewärmte Räder, Reifen? Nee, hatte ich nicht. Das war nicht der Fall. Okay. Aber im freien Training hatte ich auch voll. Also ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal so wenig ist. Oh, hier war ja. Also irgendwie will ich, glaube ich, jetzt gleich zu viel. Aber gut. In der ersten Runde in der 1,17,58 war jetzt gar nicht so schlecht. Siehst du, ich bin schon Zehnter wieder. Zehnter. Ja. Gut, weil ich mich auch davor gequetscht habe, Doggy. Ja, und die anderen auch. Ja, die anderen 19. Die waren wahrscheinlich alle noch nicht draußen. Ich glaub's auch. Ruh dich nicht auf deiner Zeit aus, Doggy. Versuche dann noch ein bisschen was zu pushen. Tja, ich muss erst mal gleich wieder in die Box. Und dann sieht es nicht danach aus, als ob ich da noch. Komme ich noch um 2 Zehntel verbessern? Zumindest hatte ich bis jetzt Glück mit dem Verkehr auf der Straße. Keinen vor mir, keinen hinter mir.
geht's ja. Das heißt, was das angeht, darf ich mich eigentlich, kann ich mich nicht beschweren. Und wenn ich jetzt nicht so auf die Zeit geschaut hätte, habe ich jetzt ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Schade, weil das war schon wieder eine tolle Zwischenzeit. Ich will noch nicht zu viel verraten, Doggy. Aber ich glaube, ich habe mich da jetzt ein bisschen wieder verhauen. Leider. Auf jeden Fall habe ich ein gutes Gefühl im Qualifying bis jetzt. Aber gut, die anderen waren halt noch nicht draußen. Zumindest noch nicht der 1.14er. Die Kurve war ganz schlecht. Und trotzdem noch eine gute Zeit. Die war dagegen super. Mit ein bisschen Glück könnte ich jetzt eine 1.16 fahren. Jetzt schauen wir mal. Und es war nicht ideal, die Fahrt. Das muss ich dazu sagen. Hat nicht gelangt. Ich war sogar langsamer. Das ärgert mich jetzt extrem. Da muss ich dann doch im letzten Teilstück zu viel liegen lassen. Haben. Gut, jetzt gehen wir auf die neue Runde. Kommt. Schön wieder zu langsam rum. Ach Gott, ach Gott. Vielleicht tut ein bisschen die. Ja, das sieht man dann auch gleich an der Zeit. Oder die Reifen bauen schon wieder ab. Naja. 1.17.33. Noch langs für Position 4. Aber Alec Barker hat jetzt gerade wieder eine neue Bestzeit. Und jetzt fahren die alle schnellsten Runden. Ich werde gerade durchgereicht nach hinten. Jetzt sind die guten Jungs draußen. So. Oh, aber nochmal ganz schön rangekommen. Da sieht man mal, was man in der Kurve da vorne eben liegen lassen kann und rausholen kann, wenn man so richtig fährt. Das heißt, wenn man sich ein bisschen anstrengt oder die ein bisschen länger fährt, die Strecke, dann kommt man dann auch langsam an die Zeiten ran. Deswegen ist hier, denke ich, ein 1.14 durchaus für einen Otto-Normalverbraucher machbar. So, hier noch einmal ran. Doggy, bist du schon wieder auf der Strecke? Ich bin noch nicht in der Box. Ah ja, okay. Du versuchst jetzt alles mitzunehmen. Ich versuche alles mitzunehmen, genau. Wieder schlecht gemacht von mir. Mit der Kurve muss ich mich jetzt ein bisschen besser konzentrieren. Sieht man auch wieder in der Zwischenzeit. Da lasse ich momentan in diesen zwei Kurven hier doch zu viel liegen. Ständig Einblendungen, neue, schnellste Runden. Eieieiei. Oh, schön rausgeholt nochmal. Ich war sehr spät angebremst. Da kann ich froh sein, dass ich überhaupt das Auto nochmal abgefangen habe. Also mit einer neuen Rundenzeit wird das nichts. Also Rundenzeit wird es schon eine, aber keine Verbesserung. So wollte ich es eigentlich sagen. Oh, 5000 sind nur langsamer. Oh, jetzt habe ich aber leider jemanden vor mir. Das könnte aber auch der Doga sein. Nee, ich bin gerade in der Box gewesen. Ich muss erstmal die Reifen wieder warm fahren. Ja, das sehe ich. Hm? Hinter mir ist aber keiner. Achso, dann bist du es nicht. Gott sei Dank. Ach, kommt. Das ist noch nicht ideal jetzt hier von mir. Also eine 1.16 muss ich auf jeden Fall fahren, um überhaupt an Qualifying irgendwie teilnehmen zu können. Dass man mit einer Platzierung rauskommt im Mittelfeld. Oh, 4 Zehntel rausgeholt. Wo war denn das jetzt der Fall? Oh, Freunde, ich glaube, es ist soweit. Doggy, ich glaube, es ist soweit, dass die 16 fällt. Ah, oh, 1.16.5. Die neue schnellste Runde, Freunde. 8 Zehntel besser wieder. Ich hab... Oh.
dass mein Mechaniker nicht immer was sagt, dass ich jetzt hier die schnellste Runde... Der ist sprachlos. Mit 33 Litern im Tank, das kommt ja noch dazu. Ich bin... Oh, geil. Position 1 für den Kingston. Wow, jetzt ist... Danke, Doggy. Ich drück dir die Daumen, dass auch du ein bisschen mitmachst. Vor mir ist Position 15. Versuche ich mich jetzt mal hier an ihm vorbeizuschleichen. Geht natürlich nicht. Auf der Geraden irgendwie. Ich hänge zwar direkt an der Stoßstange von ihm, aber vorbeikommen ist nicht wirklich drin. Jetzt bremst du ein bisschen. Bremse ich ihn aus? Schaffe ich das? Schaffe ich. Er muss eigentlich zurückziehen. Ich bin innen. Hat ein bisschen Zeit gekostet, aber nicht wirklich viel. Hier lenkt man schön sanft ein. Vor mir der Kollege hat es ein bisschen übertrieben. Oder ist das Toga? Ich bin jetzt auf der Zielgeraden. Ja, dann warst es du wahrscheinlich. Ja, ich sehe, wie er zittert. Weil gerade ausfahren kann er ja nicht. Dann warst es du. So. Krass. Und weg ist er. Der Doggy. Ja, kommt wieder zurück auf die Straße. Ihr seht ihn mal live. Damit ihr auch mal einen Doggy seht. Das kann man doch nicht machen, oder? Er tut mir schon ein bisschen leid, dass er da sich so quält, obwohl er ein Lenkrad zu Hause hat. Dann doch immer wieder solche... Das sieht ja mit dem Lenkrad auch nicht besser aus. Na ja, gut, dann machst du irgendwas Grundlegendes falsch. Habe ich nie gesagt, dass ich Probleme mit Zugucken habe. Jetzt geht's einigermaßen. Na, jetzt fängt er wieder das Korrigieren an. Doggy, bitte, schließ beim nächsten Mal das Lenkrad an. Wieso? Ich bin 12 da. Echt? Ja. Okay. Im Moment bin ich nur auf dem 12. Platz. Ich versuche mal bei dir dran zu bleiben. Es wird nicht einfach. Vor allem deine Linie, das macht mich nervös, wenn du... Das ist natürlich auch eine Taktik. Ja, du machst mich nervös. Doggy, bleib dort, wo du bist, bitte. Jawohl, danke dir. Kannst du dich hinten dran hängen? Dann fährst du eine gute Runde. Komm, versuche dran zu bleiben, Doggy. Wir fahren gemeinsam. Ich hab hier noch einen anderen, der ja rechts gerade an mir vorbeizieht. Der bremst aber später normalerweise. Früher. Oh, da habe ich... Das ist auch zu früh gebremst von mir. Das war nicht gut. Schauen, ob wir unten was rausholen können. Oh, 21.000stel, das ist eigentlich noch im Rahmen, was wir noch an Bestzeit machen können. Also, Potenzial ist eine 1.16.162. Was ist dein Potenzial, Doggy? 1.17.4. Okay. Aber das ist... Aber nicht mit der Runde. Da bin ich schon drüber. Schön, 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 schön. Ich glaube fast, dass ich sogar nochmal... Jawohl. Ich kann mich nochmal strecken oder steigern. Oh, Gott sei Dank haben die mir nicht die Runde aberkannt. Weil ich glaube fast... Ah, das wird knapp. Das wird knapp, aber es könnte sich nochmal ein Stück ausgehen. Nochmal ein Zehntel. 1.16.364, Doggy, und wieder kam die Meldung, müsste... Komisch, ich bin hinter dir, aber... Also jetzt nicht dran geblieben, aber... Es müsste auf jeden Fall die Meldung auf deinem Bildschirm gekommen sein, dass der Kingston die neue schnellste Runde gefahren ist. Nee, das steht bei mir nicht. Sowas wird bei mir nicht eingeblendet. Oh, jetzt habe ich Rundenzeit ungültig. Ich habe ein bisschen Bock gebaut. Ah, für mich auch. Weil ich so mich so gefreut habe. Lass mich mal den Kinky Mar durch... Aber wir haben ja noch 15 Minuten. Wir hätten noch 15 Minuten. Wobei ich jetzt mal die Boxeneinfahrt übernehmen werde. Und wir den Boxmonitor mal den Doga ranhole. Dass wir mal einfach mal sehen, was er so macht. Also nicht erschrecken, ich fahre mal kurz in die Box rein. Weil ich sag mal mit einer 1.16, was bin ich gefahren? 3.5. Zur Halbzeit des Qualifyings ist es gar nicht so schlecht. Die Konstanz fehlt diesmal noch ein bisschen, das muss ich zugeben. Aber prinzipiell eine gute Sache.
Ich will aber in die Box, Freunde. Das muss aber auch gehen, oder? Nee, nee, nee. Warte mal ganz cool. Ich will einfach nur in die Box. Zurück zur Box. Also, gucken wir mal rein. Ganz knapp 2,5 Zehntel vor Alec Barker. Und jetzt schauen wir uns mal auf dem Boxmonitor die einzelnen Leute an. Alec Barker haben wir hier. Paul Herron, Thomas Lenzi, Tommaso Lenzi, Jürgen Bell, Matthew Dumont. Jetzt suchen wir mal nach dem Doka, der ist ja wirklich in der Tat 12. Hier ist jemand. Ja, hast du gesehen, wie der mir hinten reingeprescht ist? Mein Gott, du, nicht schlecht. Oh. Dein Teamkollege ist auch nicht besser. Das war wieder... Ups. Peter Wieler, es scheint dein Teamkollege. Ach nee, du bist ganz blau, oder? Ich bin blau, ja. Manchmal schon. Also nochmal zum Doggy zurück. Hier ist er. Also. Bei Anzeigen außer gehe ich zurück. Wie schaltet man die andere Kamera? Das ist ein bisschen, ja, so, da sieht man das auch mal, wie er sich zappelt. Schauen wir uns mal die Telemetriedaten an. Was haben wir denn hier alles zu bieten? Muss man ein bisschen runterziehen. Ja, sieht man Anschlag, Federweg. Mein Gott, was man hier alles auswählen kann, um die Drehzahl. Vierter Gang, dritter Gang ist ja jetzt Tempo, Leistung, Drehmoment. Sitzungsbestleistung ist eine 1,18, 12 und 20. Hier die G-Kräfte. Tank leuchtet bei ihm. Zumindest muss er bald tanken. Wird mir hier zumindest angezeigt. 3,5 Liter habe ich noch. Was heißt Zeigekarte? Ah, da sieht man es hier. Oh, ja, genau. So, lassen wir uns noch mal ein bisschen inspirieren von ihm. Er fährt ja Pro 9. Da kommt er. Ah, klasse. Sehr schön, Doggy. Sehr, sehr schön. Bis auf Bestzeit? Versuche mich nicht abzulenken. Oh, Entschuldigung. Ich kann mir die Telemetrie dann ja mal anzeigen lassen. Dann sehe ich es ja auch, ob er auf Bestzeit ist. 1,15, 16. Nee, Bestzeit nicht. 1,19 war es. Naja, aber immerhin, das klingt sehr konstant. Der Doggy. Gut, Freunde, dann machen wir es jetzt so. Ich würde sagen, ich gehe auch noch mal kurz raus. Und weil ich traue dem Frieden hier nicht. Der Kollege Alec Barker ist schon wieder ein Stück rangekommen, habe ich gerade gesehen. Da müssen wir natürlich noch mal dagegen halten. Dass man uns nicht zu sehr abkoffert hier. Okay, los geht's. Rauf auf die Piste. Ah, jetzt habe ich das. So, Hut wieder eingeblendet. Entschuldigt bitte, weil. Ah, das war ein bisschen zu viel. Zwei Rückspiegel brauche ich nicht. Das geht so. Und dann haben wir. Also. 41 Liter. Ja, den Kollegen lassen wir vorbei. Der ist schneller wie ich. Und das war Tommaso Lenzi übrigens. Und wir haben wieder mal knapp 42 Liter im Kanister. Und jetzt wollen wir mal anfangen. 1,16, 3,52, glaube ich, war die Bestzeit. Potenzial für eine 1,16,1. Also ich bin schon relativ nah dran. So, jetzt geht es erstmal darum, wieder ein bisschen die Reifen warm zu machen, auf Temperatur zu bringen. Um dann schön rauszunehmen. Also wie gesagt, hier bremsen und schon leicht sanft einlenken. Nicht ruckartig machen, sonst dreht man sich. Und dann hier volle Kiste rausbeschleunigen. Aber das merkt er dasselbe. Doggy, an sich, wenn du jetzt mit dem Gamepad spielst, und lenke ich dich gerade ab, dann wenn du auf einer besten Zeit bist, frage ich dich lieber nicht. Bitte? Okay, er also ist mit dem Gamepad. Er ist voll konzentriert. Doggy, ich wollte eigentlich wissen, wenn du mit dem Gamepad spielst, ja, hast du dann auch dieses tolle Grip-Gefühl? Also. Hast du das Gefühl, dass du auf der Strecke. Ja, auch so, dass du auf der Strecke bist? Ja, ne? Aber wo wackeln, ich gehe nochmal in die Helmperspektive, weil die Zeit steht ja erst einmal. Probieren wir noch ein bisschen Helmkamera. Das haben sie toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Mit dem Helm hier, das ist mal eine ganz neue Geschichte.
Die gefällt mir ganz gut. Da kann man ja auch seine VR-Brille aufsetzen oder irgend sowas, ja, oder sein Display. Da kann man sich schön links und rechts bewegen mit dem Schädel, wenn man es installiert hat. So. Jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Wie sich das aus der Perspektive fährt. Vielleicht klappt es ja besser. Probieren wir einfach mal. Das Schöne ist ja, geht auch der Kopf ja richtig mit, ne? Das ist schon klasse gemacht. Ja, das ist gut gemacht. Das bringt das Ganze dann noch ein Stück realistischer rüber. Aber durch die verschwommenen Effekte und so weiter ist es dann auf Dauer vielleicht nicht so angenehm, auch zum Zuschauen. So, mal gucken. Sehr spät gebremst diesmal. Und das habe ich auch spüren müssen, da der Bremsweg war jetzt doch recht lang. Das waren vielleicht mal 6/10 langsamer, also die Runde ist eigentlich zum Wegwerfen. Aber gut, wir nehmen es trotzdem mit, das gibt alles Erfahrung, um jetzt dann später im Rennen zu zeigen, was man kann oder eben auch nicht. Doggy, bist du noch Platz 12? Das ist super. Also es freut mich jetzt diesmal wirklich, dass du da dich so präsentierst. Das ist eine Steigerung von 100%. Aber mehr wird es auch nicht werden, so wie es aussieht. Ich empfehle dir wirklich mal, das Ganze mit dem Lenkrad zu spielen. Ist eine tolle Sache, auch wenn es für dich vielleicht Arbeit bedeutet, aufzubauen. Aber du warst schließlich damals derjenige, der immer Projektcars angedroht hat und angepriesen hat. Ich denke, es wird ja auch ein bisschen mehr Spaß machen, glaube ich. Mir macht Spaß. Nee, auch mit Lenkrad, meine ich. Kein Problem. Ich glaube, wenn ich das so vor mir richtig sehe, dürfte das der Doggy sein, weil wenn einer die Räder zum Rauchen bringt, dann ist der Doggy, jetzt fährt er irgendwo mitten in den Sandkasten. Ich habe nur blaue Reifen. Ach Gott, ach Gott. Jetzt, du warst doch in der Box, oder? Ja. Jetzt habe ich komischerweise 41 Liter. Das wollte ich jetzt von dir hören, ganz genau. So ging es mir eigentlich. Also. Das verstehe ich auch nicht. Beim letzten Mal war ich da schon zweimal in der Box. Ach so, und jedes Mal mit 40 oder zweimal? Nee, zweimal schon mit nur 5 Liter. Ja, ich weiß nicht, was der Mechaniker hier da unten macht. Die wollen dich testen. Jetzt wollen sie vielleicht das Rennfeeling testen. Ja. Die sagen sich, der Godora schafft sowieso nicht besser als 12. Also brauchen wir da auch nichts mehr. Kingston, was ist hier los? Ja, ich habe die Kamera mal kurz umgeschalten. Ich gehe jetzt nochmal in die... Ups, ey, Doggy, ganz ruhig. Ich war außen. Jetzt gehe ich mal hier um das... in diese... Motorhaubenansicht. Da ist es ja so, da hat man das Gefühl, man fliegt sozusagen. Es ist ja unheimlich schnell. Kommt natürlich saugeil rüber. Da sieht man auch mal, wie man einen anschiebt. War nicht so schön, gebe ich zu. Muss mir das mal an die Perspektive gewöhnen, weil... Oh, der Doga! Also ganz ehrlich. Ich habe schon wieder die Kontrolle verloren. Kann ja nichts dafür. Ich glaube, ich spendiere den Lenkrad, weil mir wird Himmelangst. Muss der nicht hinter mir fahren? Das stimmt. Doggy, bleib doch mal ruhig. Ich bin's doch nur. Der bricht sofort aus. Ach so. Der bricht sofort aus. Oh, du fährst sehr langsam in die Kurve. Ich kenne die. Die mag mich nicht. Ist das geil, mal hin um Doggy hinterher zu fahren? Das heißt, jetzt kann man sich auf neue Runden, gute Rundenzeiten einstellen. Zack. Schneller Wagen nähert sich. Ist ohne Mist. Glaube ich nicht. Ja, das ist der Leader. Das bin ja ich, Doggy. Noch. Oh, es kommt hier noch einer raus. Ich sehe vorne schon einen Doggy klatschen. Das ist nämlich Tomasi. Übrigens heißt Platz 3 im Moment.
Siehst du hier oben an seiner Laterne? Ja, da muss ich Platz machen hier. Doki macht ganz schön Druck auf ihn. Oh, schön gemacht, Doki. Wenn du jetzt vor ihm bleibst, muss ich sagen, war das ein geiles Überholmanöver. Den hast du jetzt mal so richtig schön einen verblasen. Das war super. Das hab ich schön in der Kamera, schön im Kasten. Da kannst du dich drauf freuen. Das war mein Manöver, was sieht man selten von dir. So. Jetzt macht er wieder Platz für den Hintermann. Doch, hier konzentriere dich nur auf dich. Ja, super. Eieiei, der Doggy. Schade, das war's schon wieder. Hat nicht lange gedauert. Haben es ihn rausgenommen. Jetzt seht ihr hier im Rückspiegel den Kollegen Doga. Aber er bleibt dran, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Dann ist er auf jeden Fall auf schnellen Kurs. Oh, Doggy, stark gemacht von dir. War von mir auch schlecht genommen, die Kurve, aber... wenn du hinterher fährst, wird es eine 1.17er Zeit für dich. Eine 1.17.5 ist drin. Einfach nur dranbleiben. Du kommst da richtig ran an der Geraden, ne? Ja, aber da vorne an der Kurve verliere ich den, ne? Wahrscheinlich. Hier musst du dich jetzt auch ganz schön korrigieren. Aber du bleibst gut dran, das ist super. Das heißt, wir sind auf, ja, unter 1.18 könnte vielleicht noch klappen. Bleib dran, Doggy, bleib dran. Volle Kiste jetzt hier, volle Latte rumdrehen. Eng anschneiden, raustragen lassen und Gas geben. Ah, nee, nee. 1.18er wahrscheinlich, oder? 1.18, ja. Eine Verbesserung deiner Zeit? Nein. Dann bleib einfach wieder dran. Jetzt geht's auf neuen Kurs. Runden Kurs. Doggy sieht gut aus. Wenn du dran bleibst, kriegst du eine neue Bestzeit. Verspreche ich dir. Ja, vorne die zwei haben ein kleines Duell. Ist auch geil, wie die KI untereinander kämpft. Also muss ich wirklich sagen, das hat Hand und Fuß. Jetzt komme ich ran an Tomassi. Ich habe das Gefühl, ich bin im Windschatten. Das gab es noch nie. Doggy, bist du noch da? Ich bin noch da. Gut, dann bleibe dran. Wir sind auf neuen Rekord. Ich bin nur 2 Zehntel hinter meiner Bestzeit. Das heißt, du konntest hier eine 1.17 schaffen. Wenn du keinen Fehler machst. Ja, tschüss. Ah, ich hätte es nicht sagen dürfen, ich weiß. Schade. Weil, selbst wenn man jetzt eine halbe Sekunde, also eine, boah, du hättest auf jeden Fall eine 17er Zeit schaukeln können. Ach, 1.18.3. Diese verdammte letzte Kurve, ey. Ich sag ja, die waren auf jeden Fall, also für dich auf jeden Fall auf 9, Ja, wäre ich hinter dir geblieben, ja. Wäre das auf jeden Fall 1.17 geworden. Freunde, ich beginne schon mal meine Abschlussworte hier mitzuteilen. Wir haben nur noch 30 Sekunden, dann ist das Qualifying eh rum. Ich schalte schon mal in mein Cockpit hier. Dann ist es eh rum. Und wir sehen uns dann im Rennen sozusagen wieder. Ich freue mich drauf. So wie es ausschaut, gehe ich von Pole Position aus. Doga von Platz 12. Was ja auch eine tolle Leistung ist, muss ich wirklich ganz klar sagen. Und im Rennen geht es dann um alles. Freunde, bleibt sauber und bis dahin. Ciao, ciao.